Die Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern veranstaltete am 5. Juni im Wiechernsaal Schwerin die Tagung Kunst und Intelligenz – 40 Jahre Bürgermedien in Deutschland. Seit nunmehr 40 Jahren sind Bürgermedien wichtige Bestandteile der deutschen Medienlandschaft. Bürgermedien, ganz einfach gesagt, sind Medien, die von Bürgerinnen und Bürgern, normalen Bürgerinnen und Bürgern gemacht werden. Das sind in der Regel keine Profis, sondern Laien, die Fernsehbeiträge, Rundfunkbeiträge oder Internetbeiträge machen. Am 1. Januar 1984 startete der erste offene Kanal Deutschlands im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen als erstes Bürgermedium der Republik. In Mecklenburg-Vorpommern ging im Januar 1996 der offene Kanal in Neubrandenburg als erstes Bürgermedium auf Sendung. Diese Medien gelten als dritte Säule des Mediensystems. Damit werden spannende Inhalte aus der Region oder das, was Bürgerinnen und Bürger bewegt, deutlich. Aber auf der anderen Seite lernen diejenigen, die produzieren, wie Medien funktionieren. Und das ist, glaube ich, in einer Zeit, in der wir über Lügenpresse und über Glaubwürdigkeitsmangel von etablierten Medien reden, ganz wichtiger Lernprozess, weil das auch weitergegeben werden kann. Und weil viele Auszubildende, Mediengestalter Bild und Ton, die anschließend dann auch in die Profi-Anstalten, in die öffentlich-rechtlichen oder die privaten Fernsehanstalten gehen, sozusagen in den offenen Kanälen das Laufen gelernt haben. Der Bürgerjournalismus nimmt andere Themen und bildet damit eine wichtige Ergänzung einer vielfältigen Medienlandschaft. Es ist die Möglichkeit, dass die Leute direkt zu Wort kommen, ihre Meinung vertreten. Sie tragen zur Meinungsvielfalt bei. Und wie gesagt, im Grunde genommen kann ja keiner sich beschweren, denn jeder hat die Möglichkeit, über die Bürgermedien ja seine Meinung auch zu vertreten und in den öffentlichen Diskurs zu treten. Seit 40 Jahren tragen die Bürgermedien zu einer lebendigen Diskussion und zur medialen Informationswelt bei. Sie bilden alternative Sichtweisen aus der Bevölkerung ab. Bürgermedien fördern den Medienreichtum in Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern. Sie tragen zu einer demokratischen und aufgeklärten Gesellschaft bei.